Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de und ich habe ein neues Test-Smartphone bekommen von Oppo und zwar das relativ neue Find X3 Neo 5G. Oppo hat ja gleich drei neue Find X3 Modelle vorgestellt und dieses das Neo 5G hier ist quasi das Modell genau in der Mitte. Es kostet 800 Euro und hat, wie ich finde, eine hervorragende Kamera. Vor allem alleine schon von der Ausrüstung her, 4 Objektive, 4 Brennweiten, ordentliches Tele ist dabei, eine Makrofunktion und natürlich auch ein Ultraweitwinkel. Und dieses Beispielvideo hier drehe ich jetzt hier mit der Hauptkamera im Videomodus 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Das ist zugleich auch die beste Videoauflösung, die das Find X3 Neo zu bieten hat. Es gibt bei der Hauptkamera einen optischen Bildstabilisator. Der sollte jetzt auch seinen Dienst verrichten. Ich gehe mal schnell in die Ecke, weil das hier gerade wieder so windig wird. Es gibt auch einen Ultra-Stabilizer-Modus, also einen elektronisch zuschaltbaren weiteren Bildstabilisator, so ein bisschen GoPro-like. Dann geht die Videoauflösung aber dann runter auf dann Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde. Und ja, natürlich teste ich das Find X3 Neo 5G auch gerade auf Herz und Nieren. Es ist wirklich ein extrem spannendes Smartphone, kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn ihr auf meinem Kanal schaut. Findet ihr auch schon das Testvideo zu diesem neuen Gerät. Ja, ich habe wie immer die internen Mikros genutzt. War ein bisschen windig, hoffentlich hat das nicht geraschelt. Auf jeden Fall grüße ich euch, wünsche euch noch einen sonnigen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.